Ohne Passwortmanager sollte man sich heute nicht mehr im Internet bewegen. Gerade für Anfänger stellt sich aber die Frage, welcher Passwortmanager ist der richtige? Meine Empfehlung ist ziemlich eindeutig. Meine Präferenz ist KeePass. Allerdings gibt es hier mehrere Clients, die KeePass-Dateien öffnen können. Was es damit auf sich hat und welche Option aktuell meiner Meinung nach die beste ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Bei der Frage, welchen Passwortmanager man nutzen soll, scheiden sich oft die Geister. Das erlebe ich unter meinen Videos, gerade wenn ich andere Passwortmanager kritisiere. Deshalb gehe ich hier nur kurz darauf ein, warum für mich KeePass mein Favorit ist. KeePass ist ein Passwortmanager, der Open Source ist, der Quellcode also offen liegt und für jedermann einsehbar ist. Und zum anderen speichert dieser Passwortmanager die Passwörter nicht in einer Cloud. Es gibt ja prominente Beispiele wie Dashlane oder LastPass, die ihre Passwörter in einer Cloud speichern. Die Vorteile davon sind offensichtlich. Der Nutzer muss sich keine Sorgen darum machen, wie die Passwörter gesichert werden und kann von allen Geräten darauf zugreifen. Ich persönlich halte das aber für keine Idee. Nicht, weil ich jetzt LastPass oder Dashlane unterstellen will, dass sie unsicher sind, sondern sie machen sich einfach zum Angriffsziel. Ein Angreifer weiß einfach, wenn er die Server von LastPass angreift oder irgendwas in der Infrastruktur kompromittiert, was eventuell die Nutzerpasswörter auslesen kann, dann hat er den Checkpot geknackt. Anders sieht es aus bei KeePass. Und hier möchte ich mal auf die Funktionsweise eingehen und dann kommen wir auch zu dem Punkt, warum es für KeePass verschiedene Clients gibt. Stellt euch vor, ihr macht eine Word-Datei auf. Ihr legt also eine DocX-Datei an und die könnt ihr dann mit verschiedenen Programmen öffnen. Ich nehme jetzt dieses Beispiel einfach, weil das sehr geläufig ist und wahrscheinlich jeder schon mal eine Word-Datei gesehen hat. Ähnlich ist es natürlich auch mit PDF-Dateien. Es gibt verschiedene Programme, die PDF-Dateien öffnen können. So gibt es auch verschiedene Programme, die DocX-Dateien öffnen können. Zum Beispiel Microsoft Word, aber auch LibreOffice oder natürlich Google Docs. Warum erzähle ich euch das? Weil das bei KeePass genauso funktioniert. Erstellt man eine Datenbank, wird eine KDBX-Datei angelegt. Das ist jetzt die Analogie zur DocX-Datei. Diese KDBX-Datei enthält nun die verschlüsselten Passwörter und kann wiederum von verschiedenen Programmen geöffnet werden. Die verschiedenen Programme, die ich aufgelistet habe, waren vorhin zum Beispiel Google Docs, Word und LibreOffice. Und so ist es dann auch bei KeePass, dass ich diese KDBX-Datei öffnen kann, mit KeePass XC zum Beispiel. Auf dem Smartphone gibt es dann wieder andere Apps, zum Beispiel KeePass DX. Man ist also frei in der Wahl seines Programms, mit dem man KeePass benutzt. Ich habe es die ganze Zeit mit dem Original KeePass benutzt. Also das Programm, das KeePass heißt, das ist das Original. Das hat aber verschiedene Nachteile und auf die möchte ich jetzt in diesem Video eingehen und euch erklären, warum ich persönlich von KeePass auf KeePass XC gewechselt bin und warum ich auch jedem, der gerade anfängt, seinen Passwortmanager einzurichten, KeePass XC direkt von Beginn an empfehlen würde. KeePass XC verfügt über das deutlich schönere User-Interface. Das Anlegen einer Datenbank ist deutlich intuitiver und auch die tägliche Nutzung ist deutlich angenehmer mit KeePass XC. Das macht sich an vielen kleinen Details bemerkbar. Da ich persönlich aber KeePass täglich und sehr oft nutze, fällt das bei mir doch schon ziemlich stark ins Gewicht. Eines von diesen vielen Beispielen sind die erweiterten Felder. Ich kann ja in KeePass nicht nur meinen Benutzername und Passwort eingeben, sondern noch andere Daten. So habe ich zum Beispiel meine IBAN gespeichert von meiner Bank. Und die muss ich öfters mal kopieren und irgendwo einfügen. Und bei KeePass ist das irgendwie sehr schlecht sortiert unter dem Eintrag. Da gibt es dann so ein kleines Vorschaufenster und hier sehe ich dann eben meine IBAN, aber wenn ich hier mehrere Einträge habe, ist das alles so in einer Zeile völlig unübersichtlich organisiert. Zum anderen ist das Kopieren deutlich erschwert. Ich muss erst den Eintrag markieren und dann mit STRG C kopieren und STRG V irgendwo eingeben. Bei KeePass XC ist das schön untereinander sortiert. Ich kann einen Doppelklick drauf machen und zack ist es kopiert in der Zwischenablage. Ist wie gesagt ein kleines Beispiel und ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ich möchte jetzt hier KeePass gar nicht so hart kritisieren, aber für mich macht es im alltäglichen Arbeiten einfach einen Unterschied.
Ein anderer großer Vorteil, wie ich finde, ist die bessere Passwortgenerator-Integration. Jedes Passwort, das ich mir auf irgendeiner Webseite anlege, ist selbstverständlich mit dem Passwortgenerator von KeePass generiert. Das Handling des Passwortgenerators bei KeePass XC ist deutlich intuitiver und deutlich schneller. So kann ich direkt beim Generieren zum Beispiel das Passwort in die Zwischenablage kopieren und dann in der Datenbank speichern. Das geht bei KeePass beim Original leider nicht so gut, beziehungsweise ist einfach mit mehr Klicks verbunden. Jetzt kommt noch ein Vorteil, der trifft natürlich nicht jeden, aber ja, kann jeden irgendwann mal treffen. KeePass XC ist betriebssystemübergreifend einsetzbar. So kann ich KeePass XC auf einem Mac benutzen unter macOS, ich kann es unter Linux benutzen und unter Windows. Mein Laptop zum Beispiel hat Linux installiert und mein stationärer PC hat Windows installiert. Und da bin ich froh, wenn ich ein User Interface für das Tool habe, das ich alltäglich nutze. Das Original KeePass kann man nativ erstmal nur unter Windows benutzen. Ein weiterer großer Vorteil, wie ich finde, bei KeePass XC ist die verbesserte Suchfunktion. Ich kann hier viel granularer suchen und kann auch direkt Text benutzen. Es gibt auch Dinge, die bei KeePass XC selbstverständlich sind, die ich bei KeePass erst mit einem Plugin nachrüsten muss. Und darunter fällt zum Beispiel die Browser-Integration. Ich muss zugeben, bei KeePass habe ich die nie wirklich genutzt. Ich habe hier immer Autotype verwendet und das hat mir in den meisten Fällen ausgereicht. Ich habe einmal versucht, die Integration mit einem Browser herzustellen. Ich glaube, KeyFox heißt da das Add-on, wenn man Firefox nutzt. Und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Für dieses Video habe ich das Ganze noch einmal versucht. Und zwar diesmal mit dem Edge-Browser, beziehungsweise bei Chrome geht es genauso. Und auch da war ich nicht wirklich mit der Umsetzung zufrieden. Bei KeePass XC läuft es etwas besser, aber nicht ganz optimal. Hier ist die Browser-Integration von Anfang an mitgedacht. Es muss hier kein extra Plugin installiert werden. Das einzige Plugin, das installiert werden muss, ist halt im Browser. Das lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Danach wird Datenbank und Plugin gekoppelt. Das hat bei mir anstandslos funktioniert. Und jetzt kann ich auf die Datenbank zugreifen. Was sehr gut funktioniert, ist das automatische Ausfüllen. Auch wenn die Felder nicht direkt erkannt werden, kann ich das ziemlich schnell nachjustieren. Es gibt viele Einstellungen in dem Plugin. Mein Favorit ist einfach das Ausfüllen und Nicht-Abschicken der Anmeldedaten. Das Abschicken kann ich ja selbst noch übernehmen, das Ausfüllen kann das Plugin für mich übernehmen. So verhindert man, dass falsche Daten eingetragen werden und man die abschickt versehentlich. Was nicht gut funktioniert hat, ist das Anlegen neuer Einträge. Das hat mein Browser-Plugin nicht gut erkannt und die Integration im Browser ist auch etwas hakelig. Also beim Anlegen neuer Einträge würde ich das nach wie vor manuell machen. Und auch für Passwortänderungen würde ich das alles, wie gesagt, noch manuell machen. Aber für das Ausfüllen eignet sich das schon ganz gut. Es kann sogar One-Time-Passwörter direkt eingeben. Also was ist das Fazit dieses Videos? KeePass hat mit dem ersten Programm und dem Originalprogramm einen Meilenstein geliefert, wie ich finde. Die wichtigsten Funktionen sind auch im Hauptprogramm vorhanden. Damit kann man sehr gut leben. Ich finde das nach wie vor auch ein sehr gutes Programm. KeePass XC hat das Ganze aber eine Stufe höher gehoben und weiterentwickelt. Ich bin hier nicht darauf angewiesen, ständig mit Plugins mir Funktionen nachzurüsten und selbst die Spracheinstellung muss ich nicht mit einem Plugin nachrüsten. Die Benutzerführung und auch alles andere ist irgendwie integrierter und deutlich intuitiver für mich als Nutzer bei KeePass XC. Deshalb meine Empfehlung ist, in Zukunft KeePass XC zu verwenden. Schreibt mir doch auch mal bitte in die Kommentare, ob ihr meine Kritikpunkte nachvollziehen könnt. Das Umsteigen ist ganz einfach, wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe. Man öffnet einfach jetzt die bestehende KDBX-Datei, einfach nur mit einem anderen Programm. Man muss also nichts groß ändern. Ein paar Einstellungen muss man natürlich anpassen, sein Autotype zum Beispiel, aber das war es dann im Prinzip auch. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuschauen und ich blende euch noch ein bisschen was in der Endcard ein.